Hallo Freunde, eigentlich hatten wir ja vor, euch mit dem Hamburger Spezial eine ganz scharfe Sendung zu liefern nach all der Zeit. Leider ist sie ein wenig unscharf geworden. Also technisch zumindest, weil Autofokus hat aus irgendeinem Grund nicht reagiert und da wir ja keinen Kameramann haben, sondern hier für uns sind im Salon bei Dirk, haben wir jetzt gesagt, wir nennen sie dann auch so, oder? Unschärfe. Ja. Unschärfen. Ich finde, das passt auch schön zu der Folge. Also es liegt nicht an der Brille oder an eurem Computer, sondern es ist tatsächlich unser Autofokus. Freuen uns auf euch. Und tschüss. Ich grüße euch ganz herzlich, ihr lieben Hamburger Freunde. Wie ich jetzt unterwegs auf meiner Lesetournee festgestellt habe, haben viele Leute immer wieder nach den Hamburgern gefragt. Ich wusste gar nicht jetzt, dass wir so beliebt sind. Das liegt wahrscheinlich, ich weiß nicht woran, das liegt vielleicht an der Art, wie wir uns unterhalten, dass wir kein Konzept haben. Das ist ja das Konzept, wenn du so willst. Und das hat uns dermaßen gefreut, dass Jens mir zugesagt hat bei der letzten After Dark Sendung, dass wir nochmal ein Hamburger Spezial machen. Und das findet jetzt hier an dieser Stelle statt. Der Salon hat sich ein wenig geändert, weil ich wunderschöne Bilder bekommen habe, die hier hängen, die anders geordnet sind, als ihr es vielleicht kennt und mit denen ich mich sehr wohl fühle. Also dieser Salon hat tatsächlich Qualität. Und jetzt, wo du hier bist, habe ich das Gefühl, dass er auch ausgegraben wird wieder, dass er wieder lebendig wird. Ja, sonst ist es nur ein Wohnzimmer. Aber mit dir ist es eben der Salon. Und da wollen wir mal sehen, wohin uns das Gespräch heute treibt. Ich denke, das ist einfach in dieser Zeit, in der wir leben, auch eine Form von Verlässlichkeit. Also Verlässlichkeit, so wie wir ja jeden Monat eine Hamburger-Folge gemacht haben über einen langen Zeitraum und dadurch ja auch mit euch eine Community gewachsen ist. Und das ist ja in diesen Zeiten, in denen wir leben, auch was ganz Wertvolles. Also dass so kleine Gemeinschaften, wie auch immer sie entstehen, also ob sie digital sind oder ob sie in real sind, aber dass sich durch diese Zeitqualität, in der wir uns gerade bewegen, halt auch so kleine Gemeinschaften bilden, wo auch relativ schnell dann ein Vertrauen da ist und wo man sich nicht vergisst. Ich denke, das beantwortet vielleicht auch deine Frage, warum du auf deiner Lesetour häufiger angesprochen wurdest. Und ich wurde auch immer mal bei Fairtalk angesprochen von Zuschauern, die gesagt haben, Mensch, warum gibt es denn die Hamburger nicht mehr? Und ja, warum gab es die Hamburger dann jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr? Weil wir es nicht mehr gefühlt haben, in dem Moment zumindest nicht. Bei dir hatte sich einiges verändert. Du bist dann ja auch ins Burgenland gegangen und bei mir hat sich vieles verändert und wir wussten ja, aber wir sind ja die ganze Zeit über in Verbindung geblieben. Und jetzt haben wir gesagt, es juckt uns wieder in den Fingern und wir haben komisch, wieder Lust drauf. Und komisch, dass sich so ein fast schon vergammeltes Format plötzlich bemerkbar und sagt, ich bin jetzt mal wieder dran oder so, ja. Das ist schön, das freut mich auch, jetzt mit dir hier zu sitzen. Ich habe gerade etwas in der Hand, was ich dir zeigen wollte. Das ist ein Handschmeichler. Okay. Ja, so nennt man die Dinger. Ist schön. Ist aus ist Holz oder was ist ja, das? Ja, ja, das ist ein ganz bestimmtes Holz und das hat man in der Hand und es schmeichelt einem und geht irgendwie, es ist wunderschön, das in der Hand zu haben. Das habe ich geschenkt bekommen bei meiner Lesetour von einem, in der Schweiz war das, von einem, wie nennen sich die Schreiner in der Schweiz, ein Tischler heißen da Schreiner. Und das war ein älterer Herr, so im Vergleich zu mir ein Jüngling, ja. Der hatte sich diese Lesung aus den Heroes angehört. Und dann hatte ich, glaube ich, 10 Bücher dabei, die haben sich sofort verkauft. Und er kam zu mir und stellte mir eine merkwürdige Frage. Er sagte, Fleck, wissen Sie, warum ich Ihr Buch nicht gekauft habe und es auch nicht tun werde? Da sage ich, nein, können Sie es mir erzählen? Und das dann geschah etwas, was mir wirklich die Tränen in die Augen getrieben hat. Er sagte, weil ich... Sie haben 50 Leute porträtiert, die Widerstand geleistet haben, die ihrem Herzen treu geblieben sind. In dem Heroes-Buch, ja.
Und Sie haben jetzt 3, 4 heute vorgetragen. Das hat mich dermaßen mitgenommen, dass ich bei dem Gedanken, mir diese Ladung 50 Mal geben zu müssen, gepasst habe. Das halte ich nicht aus. Und dann haben wir uns umarmt. Ganz herzlich umarmt, weil ich ihn sehr gut verstanden habe. Das hält sie auch nicht aus. Ja? Also wenn du mit dem Herzen dabei bist. Das ist eine schöne Geschichte aus dem Grund, weil auch das etwas ist, was ich in den vergangenen 1,5 Jahren sehr stark beobachtet habe, dass es immer mehr um Ehrlichkeit geht. Also das ist ja etwas, das ist ja so, normal wäre ja, der zu dir kommt, würde dich entweder hart kritisieren und sagen, was ein blödes Buch, oder er würde nicht die Wahrheit sagen und sagen, Mensch, toller Fleck, haben Sie toll geschrieben. Aber jemand, den du nicht kennst, der mit der Wahrheit um die Ecke kommt, das finde ich so extrem wertvoll an dem, was du da erzählst, zu sagen, ganz ehrlich, ich habe es nicht gekauft, weil ich habe das nicht ertragen. Ja, und du aber auch als Autor nicht irgendwie dann beleidigt bist, sondern im Gegenteil, ihr dann euch in den Arm nehmt und daraus eine Verbindung entsteht. Und das ist ich glaube, das ist genau das, worum es gerade geht. Es geht um Authentizität und es geht um Ehrlichkeit, wirkliche, pure Ehrlichkeit. Und das, was du ganz richtig so entdeckst und beschreibst, ist heute sehr auffällig geworden, weil die äußeren Umstände von sehr, sehr, sehr vielen Leuten, viel mehr noch als vor 2, 3 Jahren, nach Corona einfach richtig empfunden werden, richtig analysiert werden. Wir bewegen uns in einem gesellschaftspolitischen Rahmen und in einem gesellschaftlichen Alltag, der ja für sensible Menschen kaum noch zu ertragen ist. Und deshalb werden diese Bedürfnisse hervorgespült in den einzelnen Menschen. Plötzlich guckt man, ich kann doch damit nicht alleine bleiben, wo sind Gleichgesinnte? Und die finden sich dann. Weißt du, wie das funktioniert, wenn du einen Wunsch formulierst aus dem Herzen raus, dann wird dem auch entsprochen meist. Und so bilden sich in der Gesellschaft kleine Cluster. Und das ist interessant zu beobachten. Ja, ich muss mal auf die Lesereise zurückkommen. Ich war ja praktisch nur in solchen Gemeinschaften eingeladen. Das waren ja alles von vornherein schon Sympathisanten, das muss man sagen. Aber die Gesellschaften, die mich dort empfangen haben, die haben schon Praxis miteinander gehabt. Und dieses Miteinander hat sich für mich, der ich alleine lebe, unwahrscheinlich gut angefühlt. Ja. Das Miteinander, diese Räume für dieses Miteinander, die sind so wahnsinnig wichtig. Ja. Also die sind auch genau der Kern also meiner Arbeit, das, was sich bei mir in den vergangenen 1,5 Jahren entwickelt hat. Ich arbeite ja auch mit Menschen zusammen. Also ich mache jetzt Ende September den 2. Präsenzworkshop hier in Hamburg, 28. und 29. September. Und das ist auch was, wo Menschen zusammenkommen, die es leid haben, irgendeine Rolle zu spielen, aber außerhalb dieser geschützten Räume noch nicht den Mut haben, aus der Rolle auszubrechen, die andere von aber ihnen gewohnt sind. Die Schale ist dünn geworden. Es ist nicht mehr so schwierig, sich zu befreien. Und das hängt eben mit diesem absurden Druck zusammen, den diese politische Gesellschaft abgibt. Und es ist gleichzeitig, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, auch auf deiner Lesereise, ist ja egal, ob das ein Präsenzworkshop ist oder ob Menschen sich bei Fairtalk treffen oder auf deiner Lesereise treffen oder ob wir uns online treffen, am Ende dieses Leuchten in den Augen, wenn man sich so zeigen darf, wie man ist, wenn man sich nicht mehr verstellen muss und wenn einer anfängt und sich verletzlich zeigt und sich ehrlich zeigt. Gut. Die Leute merken, dass sie, wenn sie sich authentisch verhalten, einen enormen Gewinn dadurch erzielen. Nämlich plötzlich wird die eigene Gefühlswelt, die so lange verschüttet war, belebt durch das Gegenüber. Und sie trauen sich auch dann ihre Geschichten zu erzählen. So einer fängt an und plötzlich hat man einen Raum voller Authentizität und Wahrheit. Und das ist so richtig was, wo man sich so reinlegen kann. Also deswegen auch solche Workshops, das sind immer ganz besondere Momente, auch für mich,
weil man weiß am Anfang jetzt noch gar nicht, wer kommt da so. Und die Erfahrungen sind aber grandios Das hinterher. glaube Und ich dir. Ja. ich bin ja selbst jahrelang auch schon vor Corona bei solchen Workshops gewesen, weil mich also sowas immer interessiert hat. Also mich hat so eine Art Selbstoptimierung immer interessiert. Also wie komme ich näher zu mir selbst? Also wie komme ich an mich ran? Wie komme ich an meine Essenz? Und Ja. deswegen macht es mir heute halt umso mehr Spaß, das weitergeben zu können und dann, wie gesagt, auch dieses Leuchten zu sehen. Und ja, das ist einfach, ist was ganz Besonderes. Diese extremen Unterschiede, die es gibt zwischen den Leuten, die erwachen gerade, und das, was gesellschaftlich abläuft. Das erinnert mich, wir gehen in eine Richtung, die es unter Diktaturen, speziell in der Sowjetunion und auch wahrscheinlich unter den Nazis, gegeben hat. Die Leute treffen sich außerhalb der Kontrollmechanismen. Sie treffen sich in Wohnungen und dort, bei diesen Treffen, finden großartige Sachen statt. Da werden Gedichte vorgelesen, da wird Musik gemacht, da wird diskutiert. All das, was man in einer normalen, freiheitlichen Gesellschaft gar nicht so praktiziert, wird aus der Not geboren, hergestellt und geliebt. Und ich habe fast den Eindruck, ich weiß das von meiner Ex-Frau Svetlana, die von diesen Wohnungen in St. Petersburg und Moskau erzählt hat. Und nachdem das alles befreit wurde, also der Kommunismus zusammengebrochen war, nicht, dass ich ihn in der Form zurückhaben möchte, das nicht, aber die Umstände, die eine solche Subkultur möglich gemacht haben, die gab es nicht mehr. Und dann, ähnlich war das in der DDR, verwässerte die Subkultur, muss man ja sagen, ja, und wurde dem Konsum in den Rachen geworfen, also der Konsumgier und so weiter. Heute ist es so, weil wir von heute sprachen eben, viele Leute sehen fast, was ich diese äußeren Umstände nicht zum Besseren entwickeln, sondern immer schlimmer werden, eine Chance, wieder in diese Nischen zu gehen, um sich wohlzufühlen, um gute Gesellschaft zu haben. Und das finde ich irgendwie deshalb erstaunlich, weil immer, wenn etwas extrem Negatives in Erscheinung tritt, auch die positive Blume wächst. Ja, Weil da du sind weißt, wir. was ich meine. Ja, klar, da sind wir aber auch bei Ja. dieser Dualität. Da Ja, sind wir bei genau. genau dem, was das Leben ausmacht, dass sozusagen Das sind Naturgesetze. genau es beide Seiten immer geben muss. Ja. Und das ist auch das, und das ist auch die, wie sagt man, die Spreu trennt sich vom Weizen. Das ist so Ja. dieses, was in den vergangenen Jahren, besonders seit 2020, so extrem passiert ist. Und also mir geht es so, ich habe so unfassbar viele großartige Menschen Ich auch, kennengelernt. ja. Aber, und das ist genau der Punkt, eben auch, weil ich mich auf den Weg gemacht habe. Also ich sage mal jetzt, das ist so oftmals, dass ich dann auch so höre, ja, ihr habt es ja auch gut, ihr kennt euch ja, du kennst ja auch all die Menschen. Ja, aber ich kenne sie halt auch nur, weil ich irgendwann angefangen habe, mit ihnen in Kontakt zu gehen, Viele beziehungsweise sind durch auch an, Corona auf den Weg geschubst worden, auch, weil das auch. war so überdeutlich, diese Schweinerei, dass die Leute, die vielleicht noch ein bisschen gebraucht hätten, um zu Bewusstsein zu kommen, das Tempo angezogen haben, sich schnell orientiert haben, alternativ orientiert haben. Wobei, wie verhalte ich mich gegenüber, also ich persönlich habe überhaupt keine Lust und sehe auch keinen Anlass mehr, Vorsicht mit dem Mikrofon, ja, ne? in Ich muss Dirk irgendeine, immer warnen, weil Dirk immer gerne irgendwie an technischen Dingen ja, in fummelt. irgendeiner Weise politisch tätig zu werden. Das hat mehrere Gründe, muss ich auch nicht erzählen. Aber Tatsache ist, dass wir sehr genau aufpassen müssen, uns, ich würde fast sagen, aus der Diskussion zu nehmen. Ich habe jetzt bei Abolut einen Artikel geschrieben, der hieß, wo sind denn all die Nazis, wenn man sie mal braucht? Damit meine ich nicht die Rechten, sondern die Aufrechten. Und habe genau in einem Kapitel geschrieben, was in den alternativen Medien zurzeit passiert,
welche Aufsicht von außen es dort gibt, mit welchen Konsequenzen man rechnen muss, wenn man die Wahrheit spricht und, und. Prompt wurde dieser Artikel auf Facebook gesperrt. Mhm. Also die haben praktisch das bestätigt, was ich in dem Artikel beschrieben habe. Und das hat mir gezeigt, wie nahe wir an der Stahlküste sind. Also wie schnell wir runterfahren können. Und wenn du deine Seele vorher nicht darauf vorbereitet hast, wenn du dort an der Stelle eine Niederlage erleidest, die du dir nicht mehr erklären kannst, die wirklich schmerzlich ist, ja, dann hast du Pech gehabt. Deshalb rate ich jedem, sich um das zu kümmern, was im Leben wirklich wichtig ist. Man selbst. Ja, das Innere. Also es ist das Innere anzuschauen. Ja. Die inneren, aber auch die inneren Schattenthemen anzuschauen. Ja, natürlich. Das ist und auch da durchzugehen. Ja. Und auch, also auch ich musste lernen, ich meine, auch die vergangenen Jahre waren auch bei mir mit Ängsten verbunden. Und es sind immer noch welche da. Also auch Existenzängste und all diese Ängste, die so, ich sage mal, die natürlich auch nochmal beschleunigt wurden. Du lachst. Ich komme jetzt vor wie The Fool on the Hill. Ich gucke da oben auf die armen Leute, die ihre Ängste noch bewältigen müssen, weil ich habe keine mehr. Ja, ja. Aber du hast sie auch nicht mehr, lieber Dirk. Und ich kenne andere alte Menschen, die jeden Tag irre und viele Ängste haben. Ja. So, du hast sie auch nicht mehr. Und das ist mir nochmal wichtig, dass wir bei dem Thema bleiben, weil mir das auch so ein Herzensthema ist, weil du halt auch bereit warst, dir diese ganzen Dinge anzuschauen und auch diese Ängste oder diese Gefühle ja auch zu durchleben. Du hast sie halt nicht verdrängt, sondern du hast sie durchlebt. Oder? So habe ich es zumindest wahrgenommen, auch mit deinen Texten. Das kann sein, aber bewusst habe ich das bestimmt nicht gemacht. Deshalb habe ich auch eine Aversion gegen jede Einladung in esoterische Zirkel, gegen Übungen jeglicher Art. Ich will diejenigen, die das machen, denen wünsche ich alles Gute. Für mich fühlt sich das nicht gut an, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass mein Wachstum, mein Erwachen, meine Bewusstwerdung von ganz alleine geschieht, aber nur unter einer Voraussetzung. Jetzt bin ich gespannt. Nur unter einer Voraussetzung. Wenn du endlich bereit bist, die Energie, die alles durchspült, alles, jeden Stein, jede Pflanze, jedes Tier, jeden Menschen zu fühlen, wenn du bereit bist, das zu fühlen, dann bist du gerettet, dann wirst du geleitet. Und ich habe dir doch von den gefleckten Diamanten erzählt. Mhm. Das sind doch alles kleine Gedanken in 16 Kategorien geordnet. Ich kann nicht aufhören zu schreiben. Ich habe heute wieder zwei Gedanken formuliert. Einer wirklich auspoliert und der andere als Rohdiamant zur Seite gelegt. Und die gehen wirklich ans Thema. Ich muss, das sind nur ein paar Sätze, ja? Weil das ist mir wichtig, weil es genau in dieses Gespräch passt. Ja, ich würde gerne nochmal an der Stelle, bis du das jetzt gefunden hast, sagen, dass meine Erfahrung auch die ist, jeder hat da seinen eigenen Prozess. Also weil du das eben gerade gesagt hast mit der Esoterik. Esoterik heißt nichts anderes als die Suche nach sich selbst. Und ich finde immer, wodurch Menschen zu diesem inneren Prozess und zu diesem inneren Licht kommen und dazu kommen, diese Energie spüren zu können, müssen wir jedem Einzelnen überlassen. Ich habe viel mehr auch in den vergangenen Jahren immer mehr verstanden, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat ein anderes Bedürfnis und es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur eine Erfahrung, die ich mache und was wichtig ist. Und das ist das, was meine Erfahrung der letzten Jahre ist. Je mehr ich ins Bewusstsein gehe, also ins Bewusstsein dessen, was ich bin, umso eher stelle ich für mich fest, ob etwas mir gut tut am Ende oder nicht.
wenn ich mich von meinen Mustern treiben lasse, von meinen Gewohnheiten, von meiner sogenannten Komfortzone, ja, dann, genau, dann komme ich nicht an diesen Punkt, von dem du da gerade berichtest. Aber ich habe auch in den letzten 15 Jahren so viel ausprobiert, wo du jetzt sagen würdest, das ist doch Esoterik. Ja, da war sicher Esoterik dabei, aber ich habe, lass mich das gerade noch sagen. Ich habe für mich gelernt, es nicht mehr in so ein Schubladendenken. Fühlt sich entweder richtig an, wenn ich damit in Resonanz gehe. Für mich ist es das Resonanzprinzip. Ich gehe mit etwas in Resonanz und dann weiß ich, es ist richtig. Und wenn ich keine Resonanz spüre, weiß ich, es ist nicht gut. Und ich werde immer wieder, glaub mir, immer wieder, wenn mein Verstand sich einmischt und sich gegen das Resonanzgefühl ausspricht und ich mich auf meinen Verstand einlasse, ist das Ergebnis am Ende immer schlecht. Ja, aber jetzt hast du es doch verstanden. Dass genau darum geht es. Ich bin ja froh, dich so zu hören. Ja, nur darum geht es. Hau dem Verstand sonst was im Pass auf. Das ist etwas, was jeder kennt. Wo ist er geblieben? Der Augenblick. Nicht der Moment, sondern der Augenblick. Dieser Moment, in dem sich zwei fremde Menschen im Vorübergehen erkennen und in Sekundenschnelle Einverständnis erzielen. Über alles. Ein sanfter Stromschlag mitten ins Herz. Leider sind solche Augenblicke selten geworden. Warum eigentlich? Wir suchen doch alle nach diesem einen Funken, der die Batterien schlagartig auflädt und uns das Leben wieder schmecken lässt. Ja, das Schön. Ist, ja, solche Sachen, die hebe ich einfach nur auf. Und zum Schluss, also da sieht man mal, weil ich das einfach nicht strapazieren möchte, aber das würde ich gerne vorlesen. Dies ist ein Rohdiamant, der muss noch geschliffen werden, sprachlich. Und darüber haben wir eben gesprochen. Es kommt der Tag, an dem die Wahrheit spürbar wird. Sie strömt durch unsere Zellen, sie verleibt uns sozusagen ein. Unser Blick auf die Welt ist von nun an ein anderer. Er deutet nicht mehr, er ist auch nicht weiter unschlüssig. Wir fühlen uns von einer Energie durchdrungen, die alles zur Liebe erklärt. So werden wir aus der Zeit getragen mit ihren Irrtümern, mit ihrem Schmerz, dem vordergründigen Glück, ja, auch mit ihren Freuden. Wir werden Liebende sein oder wir werden überhaupt nicht mehr sein. Ich fand, es war schon perfekt. Ja, aber ich weiß, das ist jetzt so ein handwerklicher Trick. Ich kann so einen Text an 10 Tagen zur Hand nehmen, weil ich mich über ihn freue, über den gelungenen Text. Und da stelle ich fest, da noch ein Pinselstrich, da noch, da noch. Das geht vielen Malern so. Sie werden mit Bildern nicht fertig. Das geht mir bei Texten, obwohl ich lange nicht so viel schreibe wie du, genauso. Ich bin gerade an einem Text dran, da geht es darum, dass ein Freund von mir einen neuen Bildband plant. Der hatte schon einen Bildband gemacht zur Corona-Zeit, Freiheit in der Krise. Und Alexander plant jetzt noch einen weiteren Bildband und wollte einige Menschen aus diesem... Den hast du da genau. Sind wir noch beide drin. Genau. Ja, ja. Und er hatte jetzt gesagt, er wollte jetzt mal er wollte jetzt mal mit einigen aus diesem Bildband so einen Nachklapp machen. Was ist eigentlich nach 4 Jahren geworden? Und es ist wirklich erstaunlich. Also so ein Text dauert dann bei mir auch teilweise manchmal 6, 8 Wochen, weil ich ihn immer wieder, also ich lege ihn immer wieder weg. Wenn ich ihn dann wieder anklicke, dann haben sich schon wieder so viele Dinge verändert. Es ist wie so ein Reifeprozess. Das wollte ich gerade sagen, das ist wie Käse. Genau. Käse und reift. Nee, und das ist der Text Käse. Ist Käse, genau. Ja. Nein, aber er reift. Er reift und hat sein eigenes Tempo. Du bist übrigens der Einzige, der das sagen dürfte, weil du so großartige Texte schreibst. Also wenn du meinen Text als Käse bezeichnest, würde ich sogar sagen, das ist eine Auszeichnung. Ich hab's nur verglichen. Ist schon klar. Also mit dem Phänomen. Nein, aber das ist so. Das, wenn du jetzt aber mit deiner Ungeduld dazwischen kommst, versaust du alles. Und das habe ich lernen müssen. Weil ich bin
mit Sprache sehr eitel gewesen damals und habe völlig vergessen, wozu Sprache da ist. Sprache ist dazu da, Inhalte zu transportieren und nicht deine Brillanz zu demonstrieren. Verstehst du, was ich meine? Das musst du alles weglassen und dann kommen wunderschöne, fast bescheidene, klare Aussagen hervor. Und da bin ich jetzt und darüber freue ich mich. Ja, was sind im Moment, also die Frage schoss mir jetzt gerade durch den Kopf, was sind im Moment aktuell deine, weil wir auch beim Thema Wahrheit waren und Ehrlichkeit, deine größten Herausforderungen? Jetzt, wir haben jetzt irgendwie Anfang September knapp 2024. Womit hast du zu kämpfen? Also, das überrascht mich, die Frage, weil ich habe sie mir... Mich auch, sie kam nur gerade und... noch nicht gestellt. Hätte sein können, dass ich mich das auch frage. Also kann ich eigentlich nur sagen, ich sehe keine Herausforderung. Ich bin durch die Turbulenzen des Stromes, in dem mein Leben stattgefunden hat, geleitet worden. Ich bin nicht ans Ufer gespült worden. Ich bin nicht gegen einen Stein gerammt worden. Ich bin nicht ertrunken. Aber jetzt bin ich in die Mündung gekommen und befinde mich im ruhigen Gewässer unter einem herrlichen Licht. Und da gibt es nicht eine Herausforderung. Da bist du einfach nur dankbar und begreifst Zeit auch anders. Plötzlich, wenn du so alt geworden bist wie ich, ist alles aus dem Paradox. Hast du unendlich viel Zeit. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber das ist das Grundgefühl. Das ist das, was mir, wo ich so dachte, ich beneide dich, weil das ist genau das, was fehlt. Ja, da kommst du hin, automatisch. Ja. Wenn du wach bleibst. Ja. Man hat deshalb so viel Zeit, weil man in diesem ruhigen Gewässer schon mal, Christen würden sagen, in der Hand Gottes ist. Das kann man ja auch so formulieren. Ich benutze das Wort Gott ungern. Weil in der Hand des Lebens kann man ja auch sagen. Ja, des Universums. Also es gibt ja viele Begriffe. Und auch da ist wieder so, weißt du, das, was du fühlst. Also der eine sagt Gott, der andere Universum, ein Dritter sagt Leben. Es ist, also ich glaube, wir alle wissen, was gemeint ist. Und, genau. Und es geht ja nicht darum, du bist ja auch alle Sichtweisen losgeworden, wenn du da angekommen bist. Du beharrst auf keiner Weisheit mehr oder auf irgendeinem Wissen. Im Grunde genommen bist du jungfräulich geworden. Und nach dieser Waschung, die stattgefunden hat, wartest du gespannt und voller Inbrunst, will ich gar nicht mehr sagen, aber voller Neugier, aber eine Liebesneugier ist das ja, auf das, was passiert. Und wenn ich sagte, man hat sehr viel Zeit, dann ist das Gefühl deshalb so deutlich spürbar, weil dieses Zeitmuster, in dem wir uns ein Leben lang haben pressen lassen, immer mit Forderung, mit Leistung, mit Stress zu tun hatte. Zack, 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 du musst da, Terminkalender ist das klasse, zum Beispiel. Die Leute machen das zum Teil ja auch gerne. Die sparen für ein Auto, dann haben sie es, dann gehen sie auf die Autobahn und so. Das sind alles Sachen, die mit der Situation, in der ich mich jetzt befinde, überhaupt nichts mehr zu tun haben. Die Zeit wird einem ja auch gestohlen über das System, das es auch so besonders kompliziert macht. Also da gibt es so viele Beispiele, wo ich dann einfach da sitze, auch im Büro und Studio und denke, mein Gott, warum reicht es denn jetzt nicht einfach eine Mail zu schreiben? Da musst du dann teilweise irgendwie sechsseitige Formulare ausfüllen und Sachen angeben, ja. wo du einfach denkst, das ist Zeitdiebstahl. Also das hat nichts irgendwie damit zu tun, um jemanden, ich sage mal jetzt wirklich, gesichert durch einen Prozess zu leiten oder eine Sicherheit zu erzeugen, sondern für mich ist das wirklich Zeitdiebstahl, weil man ja Fallstrecke. Wie bitte? Ja, Fallstrecke. Also ich weiß gar nicht. Eine Freundin von mir hat geerbt. Mhm. Du glaubst gar nicht, was für ein Bürokratenwurm ihr in die Waden beißt. Ich weiß das auch von Freunden, die warten und warten und es, also es ist dann auch derjenige, der das dann ja. Nicht nur warten, abgezockt wirst du ohne Ende und dann musst du das ausfüllen, das an Person, das. Ich bewundere sie, war sie nicht verrückt geworden. Und die war aber so in Balance vorher, ne?
Und die Erbschaft hat das also in Gefahr gebracht, diese Balance. Und ich sitze da und guck mir das an und denke, Mensch, mein Gott, dass ich nicht reich bin. Jetzt ist aber die Frage, ne? Und das ist die Frage, die ich mir immer öfter stelle. Warum lässt man sich diesen Stress machen? Weil es ist ja immer eine Seite, die den Stress macht und die andere Seite, die es annehmen muss. Also sprich, ich komme ganz oft zu dieser Frage für mich und denke, was würde jetzt eigentlich passieren, wenn ich so nicht mehr mitmache? Also ja, wenn ich einfach... Sprichst du dich heilig, aber wer kann schon auf eine Erbschaft von 500.000 verzichten? Nein, nicht verzichten. Es geht nicht um Verzichten. Es geht nur darum, sich davon, also diesen Prozess als solches, nicht mehr als Stress zu empfinden, sondern in diese achtsame Beobachtung reinzukommen. Okay, das ist jetzt einfach... Ich will dir ein Beispiel erzählen. Pass auf, ich will dir... Oder so. Aber ich will dir gerade ein Beispiel erzählen, weil das ein aktuelles Beispiel von mir ist. Und das hat es mir auch nochmal so deutlich gemacht. Ich hatte am 13. Juli in Hamburg einen Autounfall, für den ich nichts konnte. Das heißt, ich bin hier gefahren, ja, bin mit irgendwie 30 km/h auf eine Ampel, die rot war, also runtergebremst. Und plötzlich hat es in meiner Fahrerseite einen Riesenknall gegeben. Da war mir ein Getränkelaster beim Ausparken gegenüber einfach voll in die Fahrerseite reingefahren. Da hattest du dein Bier. Nee, pass auf. So, das Ding ist, ja, du weißt ja, ich trinke keinen Alkohol. Wenn er wenigstens stilles Wasser gehabt hätte. Ja. Bei Mondschein abgefüllt. nein, aber so, ja, also am 13.07. war das so. Wir haben heute den 28. August, ja. Die Polizei ist vor Ort gewesen, hat den Unfall dokumentiert. Es ist ganz klar, ich habe keine Schuld. Bis heute liegt von der gegnerischen Versicherung keine Kostenübernahme vor. Das heißt, das Auto ist bis heute noch nicht mal angefasst worden. Du kennst das System nicht, das Finanzsystem. Warum liegt keine Überweisung vor, weil sie mit dem Geld arbeiten? Banken machen das genauso. Aber stopp mal, das ist ja Quatsch, weil es wird jetzt ja, ich meine, die Lage ist ja ganz deutlich, ich habe keine Schuld und das bedeutet ja für die gegnerische Versicherung, ich habe mir jetzt einen Anwalt noch genommen, das hatte mir die DEKRA empfohlen, das zu tun, den ich eingeschaltet habe. Und ich gegnerische Versicherung muss jetzt ja auch noch einen Leihwagen bezahlen. So. Das ist beschäftigt dich. Genau, aber darüber reden wir ja gerade so. Und es hat mich teilweise wahnsinnig gemacht, weil ich gesagt habe, das gibt's doch nicht. Ja. Warum repariert ihr das Auto nicht? Ja. Ich habe auch beim Autohaus nicht verstanden, warum da so viel Kundenservice nicht da ist bei der Klarheit der Sache, dass sie sagen, okay, wir reparieren den so und wir kümmern uns um alles, weil wir wissen ja, wir kriegen das Geld letztendlich. So, das ist eine echte Achtsamkeitsübung, mich da nicht aufzuregen so, aber das Aufregen, und deswegen erzähle ich die Geschichte, und das ist auch deswegen auch, als du das mit dem Erbe erzählt hast, das Aufregen führt ja nicht dazu, dass es schneller geht. Weiß Gott nicht. Im Gegenteil. Ja, im Gegenteil. Je mehr, ich habe das Gefühl, je mehr ich mich aufrege darüber, umso länger dauert das. Ja. Also ist doch die Lebenserfahrung eigentlich die zu sagen, ich atme, ich nehme da die Luft raus, und ich gehe ins Vertrauen, dass irgendwann das Telefon klingelt und jemand sagt, hallo, schönen guten Tag, Herr Lehrich, Ihr Auto ist repariert, jetzt können Sie es abholen. Ja. Weil die ganzen Gedanken, die ich mir mache, die sind komplett verschossene Energie. Ja, das ist, also wenn du das so erkennst und daran arbeitest, um es herzustellen, diesen Zustand, dann ist das ein Lernprozess, den du wahrscheinlich an der Stelle nötig hast in deinem Leben. So sehe ich. Das kann auch sehr tröstlich sein, die Erkenntnis. Aber stell dir jetzt mal die wirklichen Wartezeiten vor. Ich habe jetzt neulich wieder einen Film gesehen über eine Geschichte, die ein schwarzer Chemiegigant, ich weiß es gar nicht, da gibt es so ein paar... Ein Schweizer. Ja, La Roche und wie die alle heißen. Die haben ja überall Dependancen, auch in Amerika. Und ein amerikanischer Farmer stellte plötzlich fest, entschuldige, dass ich lache, dass seine Kühe verrückt wurden. Die sind plötzlich im Quadrat gesprungen auf ihn zu, haben gebrüllt wie wahnsinnig, sich im Kreis gedreht und haben sich hingelegt und sind gestorben.
Und ein Journalist hat, nachdem er 1000 Zeitungen informieren wollte, die alle nicht reagiert haben, hat ein Anwalt sich der Sache angenommen. Er ist widerwillig und dann sehr interessiert, weil er festgestellt hat, woran das lag, an den Einflüssen der Giftschwämme in einen Fluss, aus dem die Tiere getrunken haben und so weiter. Der ist, ich will es kurz machen, belohnt worden mit mehreren Millionen Dollar nach 24 Jahren. Da hatte er keinen Bauernhof mehr, da hatte er keine Kuh mehr, da war seine Frau gestorben und er sah aus wie ein Gespenst. Das ist eine Wartezeit. Ja? Wahnsinn. Verstehst du, was ich meine? Ja, na klar. Und deshalb ist es so ein kleiner Autounfall. Ja, nein, natürlich. Den kann man aussetzen. Ja, den kann man aussetzen. Es geht auch gar nicht um den Unfall als solches, sondern es geht darum, dass ich versuche für mich, mich da in Achtsamkeit zu trainieren, immer wieder bewusst zu erkennen, okay, es ist verschwendete Energie. Aufregen nützt nichts. Interessant ist nur, wie machst du das, die Wut zu unterdrücken? Ich unterdrücke sie teilweise gar nicht. Nee? Nö. Also es ist dann schon auch mal im Studio oder so, dass ich quasi in die Tischplatte, beiße. Aber nein, aber der Unterschied ist, ich bleib nicht mehr in der Wut. Und das hat was mit einer gewissen, wie soll ich sagen, das ist eine gewisse Übungssache oder eine gewisse Disziplin auch, dass du, wenn Gefühle kommen, egal welche, ob es Angst ist, Wut, Verzweiflung, Trauer, all diese Dinge so, diese Gefühle da sein zu lassen, sie nicht zu verdrängen, also das, was ich eigentlich vom System beigebracht bekommen habe, verdrängen, ablenken, so nach dem Motto, ne? Also man soll das nicht fühlen, sondern man tut sich dann halt was Gutes, wenn man traurig ist. Nee, wenn ich traurig bin, dann lasse ich die Tränen raus und dann lasse ich die Traurigkeit da sein. Und dadurch ist die Traurigkeit, wenn sie dann gegangen ist, auch wirklich weg. Richtig. Und das ist, also das hat in meinem Leben, meine Lebensqualität, bei all den Herausforderungen, denen ich mich gerade gegenüber sehe, und das sind einige, dennoch so sehr gesteigert, dass ich eine Fülle empfinde, die ich so vor 10 Jahren nicht empfunden habe, die einfach, das ist so wie, ja, wie soll ich sagen, da ist was Nährendes aus einem Energiefeld, das ich vorher nicht kannte. Und also das ist auch das, was ich heute halt an Menschen weitergebe, die in der Situation sind, sich vom Außen so triggern zu lassen, dass sie aus diesem Trigger nicht rauskommen und mit diesem Trigger untergehen, emotional. Das Interessante ist, dass wir treffen uns ja noch nicht jeden Tag, auch nicht jede Woche, manchmal ein Jahr lang nicht. Ja. Aber jedes Treffen mit dir zeigt mir ganz deutlich, ich will nicht Fortschritt sagen, aber diese Entwicklung, die du genommen hast, weil es ist kein verkrampfter Zustand. Du bist alleine zu diesen Erkenntnissen gekommen oder hingeführt worden und es hört sich gut an, weil du bleibst auf der Spur, habe ich den Eindruck. Und jetzt ist natürlich die Gefahr, dass die Jungs und Mädels, die du auf deinem weiteren Weg triffst oder mit denen du zu tun hast, die werden immer seltener. Nicht? Und irgendwann musst du dich selbst bemühen, mit dem, was du an Wissen erworben hast, ihnen zu helfen. Das heißt, du kannst Workshops machen, das tust du ja auch. Du kannst wie andere Wohngemeinschaften gründen, du kannst mit deinen Ideen Anstöße geben. Ja, die anderen helfen, die noch nicht da sind. Mhm. Und ich finde solche Leute großartig, die sagen, oder die sich gar nicht mehr wichtig nehmen, sondern ihre Kraft und Energien, die ja auch ein Geschenk, das ist ja ein Geschenk, was sie erhalten, das ist ja keine Leistung, ja, einzusetzen für andere Menschen, das finde ich großartig. Eine Freundin von mir hat lange in Indonesien gelebt und
hat festgestellt, wie ihre Natur beschaffen ist. Sie ist eine Dienerin, im wohlverstandenen Sinne. Ja, eine Dienerin mit einem göttlichen Auftrag. Die will nichts für sich, sondern dort, wo sie ist, klärt sie auf, hilft in jeder Situation und sehr geschickt und sehr überzeugend. Und das Gefühl, was sie dabei entwickelt, das ernährt sie aber auch. Das macht sie stabil und glücklich, so ist sie im Einklang. Aber sie selbst sagt von sich, ich bin eine Dienerin und ich bin eine Liebende. Und wenn du das weißt von dir, wenn diese Begrifflichkeit klar ist, dann weißt du, was du hier zu tun hast. Ja, es macht einfach wahnsinnig Spaß, Menschen zu erleben, die die diese Alternative plötzlich erkennen, dass es sie gibt, nämlich die Baustelle nicht im Außen zu bearbeiten, sondern immer im Innen. Und das ist das, was für mich halt auch ein Prozess war, der vor anderthalb Jahrzehnten begonnen hat und der nie zu Ende sein wird. Das 30, war so, näher danke, mit 39, 40 etwa. Ja. Der nie zu Ende sein wird. Und es ist einfach da draußen so viel Chaos und so viel Belastendes, dass ich aber für mich festgestellt habe, dass ich auch in der Krise dann ein gutes Leben führen kann, wenn ich erkenne, wo ich Handlungsspielraum habe und wo nicht. Von welcher Krise reden wir jetzt? Von all den Krisen, von den Kriegen da draußen, also angefangen von der Corona-Krise und davor gab es ja auch schon Krisen, also von all dem, was uns da auch, ich sage mal, versucht wird, an Meinungsfreiheit zu nehmen. Also Krisen gibt es ja im Moment wie Sand am Meer, die uns auch wirklich betreffen. Früher war das immer irgendwie alles weit weg. Ja, und das plötzlich stimmt. Ist das es so. Hat sich dramatisch zugespitzt. Aber es ist nicht mehr. Aber die Frage ist immer, gehe ich damit in Verbindung und in Resonanz und lass mich davon runterziehen? Oder schaue ich, was kann ich beitragen? Und ich habe festgestellt, natürlich kann ich mich über die Politik aufregen. Natürlich kann ich kann mich den ganzen Tag aufregen. Im Kleinen wie im Großen. Ich kann mich über das Autohaus aufregen und über die Versicherung aufregen. Und ich kann mich über Olaf Scholz und Annalena Baerbock aufregen. Und ich kann mich über Macron aufregen. Und ich kann mich immer nur aufregen, so. Aber es, welche Wirkung? Nein, gar nicht. Einfach nur so eine Emotionalität von welche Wirkung erziele ich damit? Aus meiner Sicht, außer dass ich mir selbst schade, keine. Weil, bitte nicht falsch verstehen, ich finde es schon wichtig, auch auf Demonstrationen zu gehen oder auf Friedenskundgebungen zu gehen, wenn ich da denn mich hingezogen fühle. Aber es reicht eben nicht aus, dahin zu gehen, für Frieden zu sein und im eigenen Leben total viele kleine Kriegsschauplätze zu haben. Das ist eben, dass viele Leute, die sich in einer Solidargemeinschaft, damit meine ich eine gute Gesinnungsgemeinschaft, also Leute, die wirklich sagen, ich bin für Frieden, dass die so sehr, sagen wir mal, an diesen plakativen Statements hängen, dass sie nicht wirklich in der Lage sind, Frieden herzustellen. Und den kannst du nur in dir selbst herzustellen. Weil sie ihn in seinem... Weißt du, die sind dann im Unfrieden mit ihrem Chef. Die sind im Unfrieden mit der Frau. Die sind im Unfrieden mit der Schwiegermutter. Ja. Die sind den ganzen Tag im Unfrieden und glauben, wenn sie auf eine Demonstration für Frieden gehen, dann tun sie was für Frieden. Und meine Erkenntnis ist, das ist ja meine Meinung, die Meinung soll sich ja jeder selbst bilden können oder meine Erfahrung, die ich mittlerweile habe, dass ich mehr zum Frieden beitrage, wenn ich Frieden in meinem eigenen kleinen Umfeld schaffe. Warum zitierst du mich die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich so viel von dir gelesen in letzter Zeit. Wir werden uns immer ähnlicher. Ja, wollen wir aber nicht. Du wirst so immer jünger und ich werde immer älter. Ja. Nein, lass uns mal diese Konfrontation oder diese Gegenüberstellung zwischen persönlichem und politisch-öffentlich-politischem
verlassen im Moment, weil worauf ist deine, was ist dein wirkliches Begehren? Was willst du? Und dann musst du unterscheiden, was will mein Ego und was will meine Seele? Das sind die beiden Ringer in der Arena. Das Ego verliert immer, wenn du neugierig bist, weil das Ego hat nichts Gutes im Sinn, sage ich mal. Ja? Und das Ego möchte halt gerne beschäftigt werden. Ne? Und das ist aber auch nicht so, ich habe neulich mal, das fand ich ganz spannend, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber in irgendeiner Fairtalk-Sendung waren wir auch mal bei diesem Thema Ego, hat jemand gesagt, jetzt mal das Ego nicht so schlecht machen, weil das Ego grundsätzlich auch wichtig ist, wieder in der Dualität und auch dafür wichtig ist, zum Beispiel auch ehrgeizig Dinge zu erfinden, ja, also auch eine Evolution, Weiterentwicklung, auch daran ist das Ego maßgeblich beteiligt. Ja, aber du gerätst über das Ego und da schnuppert ja immer sofort extrem daran in die Erfolgsvorstellung. Das heißt, du gerätst in einen Strom, wo letzten Endes dieses Gesetz herrscht, ja? Ego. Du willst schneller, höher, weiter, stärker sein. Und du musst dem Ego ständig, solange es noch in dir tobt, auf die Finger hauen. Das ist am Anfang nicht leicht, weil es dich total beherrscht hat, ein paar Jahrzehnte, ja, und gefüttert hat mit Erfolg. Wer hat sich nicht über Erfolg gefreut? Und daran ist auch nichts Schlechtes. Ja, aber ich freue mich auch heute noch über Erfolg, aber ich freue mich anders über Erfolg. Genau. Und das ist nicht so leicht. Du kannst mit diesen ganzen Weisheiten, die ja auch, die wir ja schon alle als Hippies gelesen haben, ne? Konfuzius, Lao Tse und Yogananda, das haben wir ja vor uns hergetragen, wie in der Bibel, die wir nicht verstanden haben. Da steht alles drin, es hätte helfen können. Nur wenn du immer noch nicht da bist, weil das Ego eben so ausgeprägt ist und mit dir spielt und spielen will und du das Spiel auch magst, was es veranstaltet. Das gilt besonders im Verhältnis zu Frauen, in der Liebe. Die Koketterie, das Erobern, das Weinen, das Verlassen, das Lachen, das sind alles Betrugsmanöver in meinen Augen. Manipulationsmanöver. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube an die Liebe, aber ich glaube nicht an Mann und Frau. Wobei, wenn du aus... Also du glaubst nicht an Mann und Frau als Einheit. Ja. Wenn du jetzt aber aus dem Terrain raus bist, wo du etwas haben willst von der Frau oder von den Frauen, wenn du da raus bist, dann weißt du sie plötzlich anders zu sehen und wertzuschätzen. Dann wird es sehr schön. Dann ist eine Freundschaft zu einer Frau eine ganz tiefe, wunderbar auch erotische Angelegenheit. Ja? Aber das hat mit der anderen Geschichte wenig zu tun. Und das lehrt dich das Leben, weil so schnell lässt der Mann nicht ab von seiner Lust. Ja, ist doch klar. Gehört ja auch dazu. Es gehört alles dazu. Ja, eben. Also ich glaube, dieses Gelingen, in die Beobachtung zu gehen und das eigene Leben auch manchmal so aus dem Blickwinkel wie eine Soap-Opera zu beobachten. Also das, wie eine Soap-Opera zu beobachten. So gute Zeiten, schlechte Zeiten oder irgendwas. Ja, so nach dem Motto, wenn ich tatsächlich das... Es gibt diesen einen schönen Satz, nimm dein Leben nicht so ernst. So, ja? Also das heißt, wenn ich anfange, mein Leben nicht zu ernst zu nehmen, dann gehe ich mit den Dingen nicht mehr so in Verbindung, dass sie mich auch nicht mehr kaputt machen können. Und dann können sie mich auch nicht mehr so wahnsinnig erheben und in die Überheblichkeit bringen. So, dann bleibe ich irgendwie in der Neutralität. Mhm. Und die Neutralität klingt jetzt erstmal negativ, aber für mich ist die Neutralität was unglaublich Positives. Das ist dieses Beobachten, neutral beobachten. Okay, ich bin einfach da, okay, da sitzt so einfach Dirk. Genau, wir haben jetzt diesen Augenblick miteinander. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das, mein Leben? Das gibt es nicht. Ich habe mal gesagt, also das steht auch in den Dingern da,
so ungefähr, dass ich gar nicht weiß, was mein Leben ist. Manchmal habe ich das Gefühl, ist es ausgegangen oder müsste noch gelebt werden. Das heißt, der Kern in dir ist Liebe. Also das, was du am Anfang implantiert bekommen hast, mitgebracht hast und was in diesem Körper dann häufig verschüttet wurde. Wenn du es wieder freigeschafft hast, hast du diesen goldenen Kern Liebe wieder. Und das ist deine Identität. Mein Leben, also der Begriff mein Leben, ist das, was im Laufe der Jahre sich an Schlingpflanzen, an Dreck, an sonst was da angesetzt hat. Was du, musst du dir vorstellen, wir sind in Bewegung. Und unsere Erfahrung oder die Ereignisse, die wir durchleben, die setzen etwas an und formen dein Leben. Und da darf man das sich damit nicht identifizieren. Man muss zurück zu diesem Kern. Zurück zum Kern und zurück in das Vertrauen, dass das Leben es grundsätzlich gut mit mir meint. Und da höre ich jetzt, und da höre ich jetzt aber auch wieder viele, wie kann man das nur sagen in diesen Zeiten? Nein, das ja, aber das ist genau der Punkt. Es zählt halt nicht für jeden. Nein. Und da sind wir wieder bei dem Thema, mit dem ich mich auch sehr gerne beschäftigt habe in den vergangenen Jahren, mit Wiedergeburt und was passiert eigentlich, wie viele Leben haben wir. Und wenn man da einsteigt, dann wäre mein Verständnis auch das, dass wir über viele Leben, die wir haben, die unterschiedlichsten Erfahrungen machen. Und mal ist es ein faires und tolles Leben und mal ist es ein ganz furchtbares Leben. Aber das ist mein Gefühl, was ich dazu in den vergangenen Jahren entwickelt habe, was sich vielleicht auch wieder verändert. Ich weiß es nicht, aber deswegen kann ich nur sagen, das, was ich jetzt gerade sage, in diesem Sinne von das Leben meint es gut mit mir, kann ich immer nur für mich sagen. Ich habe aufgehört zu versuchen, andere zu missionieren. Ja, und das andere, was du eben gerade über die Reinkarnation gesagt hast, ist natürlich ein gedankliches Fischern jetzt, was du auswirfst, was da letzten Endes eingeholt wird an Wahrheit. Das wissen wir nicht. Ich habe auch noch eine Theorie. Ich denke, wenn du das große Verständnis erreichen willst, das allergrößte Verständnis, wenn du Gott werden willst, dann musst du alles, was Materie jemals geworden ist, selbst einmal gewesen sein. Dann warst du in jeder Position. Schöner Gedanke. Und daraus baut sich das große Verständnis. Und das sind Milliarden von Leben. Und daraus sagen die weisen Menschen, die können anhand deiner Wiedergeburt dein seelisches Alter lesen. Ja? Aber wie gesagt, das ist, was du vorhin gesagt hast mit dem Verstand. Jetzt geraten wir nämlich genau wieder in diese Überlegungen, die so verlockend sind, mit denen wir gerne spielen, weil sie auch unsere intellektuelle Brillanz offenbaren manchmal. Aber das Nicht-Denken darüber gar nicht. Nur fühlen. Weißt du? Das reicht doch. Ja, lass uns mal gerade einen Moment. Ich habe gedacht, als du das gesagt hast, nur fühlen. Mal einen Moment fühlen. Das reicht schon hier jetzt gerade zu fühlen, hier neben dir zu sitzen, zu fühlen. Also die Freundschaft, die ich zu dir empfinde, die Dankbarkeit dafür, dich kennengelernt zu haben und dich immer wieder, wenn ich dich treffe, zu erleben mit neuem Esprit, neuer Kraft, das berührt mich und das ist gerade mein Gefühl, was ich habe. Und darüber spreche ich mittlerweile auch. Das hätte ich mich vor ein paar Jahren noch nicht getraut, weil ich gedacht hätte, ach, wie kitschig oder so. Das ist ja, weißt du so. Ja, ja. Und ich denke dann heute, wenn jetzt jemand in die Kommentare schreibt, oh, hier ist das kitschig, denke ich, finde ich nicht. Ja. Wenn du das so findest. Ja, ja. Dann ist das dein Problem und nicht meins. Ich will dir mal von einem Phänomen erzählen, was ich vor ein paar Tagen erlebt habe. Wenn ich ab und zu hier übrigens so in die Kamera gucke, ist das nicht aus Eitelkeit, sondern immer, weil ich hier einen kleinen Monitor habe, der mir zeigt irgendwie, wie lange die Aufnahmezeit noch ist. Wir haben noch so ungefähr 5 Minuten. Okay, aber lass mich das ganz kurz sagen, weil das ist wirklich erstaunlich. Ich bin
in den letzten Monaten Opfer von Müdigkeitsattacken gewesen, gegen die ich mich nicht wehren konnte. Die kamen unvermittelt, blieben so lange, wie sie wollten. Und ich wusste nicht, und sie konntest du nicht wegschlafen, das ging nicht. Das war auch ein anderes Gefühl, das war, als würde hier so ein Bleivorhang runtergehen. Ich war ausgeliefert. Und jetzt habe ich durch Zufall einen alten Ordner mit Fotos gefunden, gepackt voll mit alten Fotos aus den 60er Jahren. Und habe mir diese Bilder von den Menschen angeguckt, die ich längst vergessen hatte. Und es war mir möglich, sie wirklich intensiv zu erinnern. Die meisten, das weiß ich, sind tot, weil ich bin 81. Die meisten sterben früher. Und ich habe mich in jeden dieser Menschen, in jede dieser Seelen hineinfühlen können. Ich habe plötzlich, was ich damals in der direkten Begegnung mit ein paar Mädchen eben nicht hatte, ich habe sie jetzt erkannt. Und jetzt konnte ich sie fühlen. Ich habe die Schublade weggemacht, seitdem habe ich keine Müdigkeitsattacken mehr. Verrückt. Ja. Das heißt, da hing die Energie sozusagen irgendwie. Ja, ja, und nachdem du es dir, also nachdem du es gesehen hast, ja, und dem Raum gegeben hast am Ende auch. Die wollten ja auch gesehen werden, ja, und waren glücklich und haben mir geholfen. Die verfügen wahrscheinlich über Kräfte, von denen wir uns keine Vorstellung machen. Ist das nicht irre? Verrückt. Ja. Schöne Geschichte. Ja, sehr schön, ja. Ich danke dir. Ja, ich danke dir auch für diesen schönen Besuch in meinem Salon. Ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr mal vorbeikommt. Platz ist da. Genau, vielleicht machen wir mal einen Hamburger direkt hier im Salon. Das wollten und, wir immer machen. Ja, ne? Das könnten wir auch mal machen. Und ansonsten, wie gesagt, es war total, es war wie so ein schöner gemeinsamer Flug. War schön, ja. War schön. Und Freitag, heute haben wir Donnerstag, nee, Mittwoch. Freitag sagt Jens, ist es online? Also heute, also wenn es online ist, ist Freitag, dann ist heute. Also heute ist es online, weil... Nee, heute ist doch... Nein, heute ist Mittwoch. Ja. Aber wenn du sagst jetzt Freitag, denken die, die es sehen, hä, es ist doch heute. Also, weil es ja Freitag erst veröffentlicht wird. Na egal, also was mich freuen würde, was mich freuen würde, ist ja auch mit euch so eine Art Wiederbegegnung, die wir hier heute haben. Ich würde mich wahnsinnig über Kommentare freuen. Ja? Grüßt uns über eure Kommentare, sagt uns schöne Sachen, das baut auf. Wir geben euch entsprechend zurück. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss und ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal live sehen. Auch zum Beispiel bei Fairtalk, bei einer Fairtalk-Staffel, da war Dirk ja auch schon. Oder beim Workshop, wie gesagt, 28. 29. September hier in Hamburg. Also gibt genügend Gelegenheiten, dass wir uns mal über den Weg laufen. Und vielleicht auch irgendwann mal einen Hamburger hier im Salon. Müssen wir noch ein paar Stühle kaufen. Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Okay, tschüss.